und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Hassiepen und ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hassiepen Rechtsanwalt. Auch heute darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem neuen YouTube-Video, bei dem es um das große Thema des Arbeitslosengeldes II, des sogenannten Hartz IV, geht. Im Moment ist in aller Munde und durch alle Fernsehkanäle zu sehen, dass riesige Teile von Deutschland von dem Hochwasser bedroht sind und hier weite Teile einfach nur untergegangen sind. Davon betroffen sind natürlich auch Hilfebedürftige, die ohnehin am Existenzminimum leben, also Hartz IV beziehen. Wie ist jetzt mit den Sonderzahlungen, die die Politik weitestgehend verspricht und auszahlen möchte, umzugehen? Denn die Frage ist hier, Geld, das während des Bezuges von Hartz IV zufließt, stellt Einkommen dar. Damit wäre es grundsätzlich aber anzurechnen auf die Leistungen und würde so im Endeffekt für die ohnehin betroffenen Bürger, die auch zusätzlich noch am Existenzminimum leben, praktisch keine Hilfe mehr darstellen. Die Wirkung verpufft. Einige Politiker fordern daher auch einen unbürokratischen Umgang mit diesen Sonderzahlungen. Doch was ist davon zu halten? Schließlich sind die Jobcenter an Recht und Gesetz gebunden und müssen auch diese Vorschriften natürlich einhalten. Also stecken wir hier in einem Dilemma, könnte man meinen. Meine Ansicht dazu ist jedoch, dass die Sonderzahlungen, die hier eventuell geleistet sind, eine zweckbestimmte Einnahme sind und damit nicht zu dem üblichen Einkommen zählen dürften. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie den Menschen, die hier ihr Hab und Gut durch die Wassermassen verloren haben, geholfen werden kann. Dies ist nämlich dann der Fall, wenn zum Beispiel der gesamte Hausrat untergegangen ist, so können die Leute dann einen Antrag auf sogenannte Erstausstattung stellen. Erstausstattung ist eigentlich dafür gedacht, eine neue Wohnung auszustatten. Wenn aber das gesamte Inventar durch einen solchen Unglücksfall untergeht, dürfte hier auch die gleiche Regelung wieder greifen. Hierbei gilt es natürlich zu beachten, dass solche Hilfen für eine Erstausstattung nur dann auszuzahlen sind, wenn nicht gleichzeitig eine Versicherung für den entstandenen Schaden haftet und zahlt. Interessant ist hierbei auch die Ankündigung der Bundesagentur für Arbeit, dass Meldepflichtversäumnisse dann nicht sanktioniert werden sollen, wenn die Leute Hilfe bei den Hochwasseropfern leisten. Hier bittet allerdings die Bundesagentur für Arbeit darum, um späteren Sanktionen vorher bereits den Garaus zu machen, dass die Leute sich kurz bei der Bundesagentur für Arbeit melden und Bescheid geben, dass sie in den Hochwassergebieten helfen. Auch hat die Bundesagentur für Arbeit angekündigt, dann keine Sanktionen verhängen zu wollen, wenn die Hilfebedürftigen einen eigentlich anberaumten Termin aufgrund des Hochwassers nicht wahrnehmen können. Dies ist auch richtig, denn hier handelt es sich schlichtweg um höhere Gewalt. Dennoch sollten Sie auch hier bitte der Bundesagentur für Arbeit oder ihrem zuständigen Jobcenter kurz Bescheid geben, damit dieses auch weiß, dass sie aufgrund des Hochwassers nicht kommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einen kleinen Überblick geben, welche Punkte hier zu beachten sind im Hinblick auf das Arbeitslosengeld II mit der Hochwasserkatastrophe. Ich darf Ihnen die Daumen drücken, dass Sie verschont blieben von der Hochwasserkatastrophe und dass alles für die anderen Leute, die leider betroffen sind, sich schnell wieder zum Guten wendet. Ich danke für Ihr Zuschauen und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder zusehen. Auf Wiedersehen.